Schön, wie es wuselt auf dem Mars. Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid bei Per Aspera mit mir Dennis. Mit mir und Amy, unserer Lieblings-KI, besiedeln wir den Mars und terraformen ihn. Und wir haben ja die letzten Male angefangen so ein bisschen zu terraformen tatsächlich. Also wir haben schon mal schwarzen Staub auf den Polen des Mars ausgebracht. Jetzt allerdings ist das nächste Ziel eigentlich, zusätzlichen Landeplatz zu bauen. Brauchen wir noch ein paar Ressourcen, um da hinzukommen. Und wir brauchen den Sektor freischalten, müssen wir auch noch. Haben wir das noch nicht gemacht? Das hatte ich doch schon in Auftrag gegeben, oder? Ach nee, wir hatten diesen anderen Satelliten irgendwie... Hatte ich das nicht alles schon gemacht? Muss ich das nochmal machen jetzt, oder was? Warte mal. Verfügbar, schwarzer Polarstaub verfügbar. Zusätzlicher Landeplatz im Gange. Doch, ich habe den Satelliten, glaube ich, irgendwie einen Satelliten auf jeden Fall repariert. Und dann haben wir den Polarstaub, das haben wir einmal gemacht, aber das müssen wir wahrscheinlich dauerhaft machen. Und jetzt, also immer wieder, und jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier diesen zusätzlichen Landeplatz kriegen. Und uns fehlen noch ganz massiv Stahl und uns fehlen Teile, so wie ich das sehe. Das heißt, wir können ja mal gucken, woran es da so ein bisschen scheitert. Es scheitert an der Energie schon mal. Das ist nicht so gut. Wäre vielleicht die Möglichkeit, hier mal einen Windpark zu bauen. Das haben wir, glaube ich... Doch, wir haben einen Windpark, oder? Haben wir schon mal einen gebaut? Warte mal. Jetzt sehe ich gerade nicht mehr... Der müsste ja... Doch, wir haben einen Windpark irgendwo. Ich bin noch nicht bescheuert. Aber das Problem ist, dass man jetzt nicht einfach so sich anzeigen lassen kann, wo der ist, oder? Das sind alles Solarzellen hier. Überall. Das ist Solar, das ist Solar. Das ist Solar. Was ist das hier? Das ist eine Batterie. Also theoretisch... Ach, jetzt guck mal, jetzt sind wir wieder im Plus. Ist ja witzig. Also, das Coole ist, wir haben jetzt ja eine Batterie, seit wir die erforscht haben. Und die speichert natürlich die Energie, das, was man erwarten würde von einer Batterie. Und das heißt, wir haben jetzt... Guck mal, wir haben hier 1877. Warum ist gerade ein Plus Energie? Verstehe ich nicht ganz. Wir haben Plus an Energie, plus 14, und trotzdem geht die Energie runter. Ist mir noch nicht so ganz klar, was das alles soll. So, wir haben jetzt gerade die Treibhausgasfabrik freigeschaltet. Das ist super. Jetzt können wir gucken, dass wir hier vielleicht mal die nächste Stufe freischalten von dem Technologiebaum Weltraum. Wir haben ja ein paar Sachen schon freigeschaltet, aber jetzt gibt es auch ein Terraforming-Gebäude. Da braucht man Chemie und das setzt dann Treibhausgase frei. Das ist cool, das machen wir auch gleich. Aber erstmal versuche ich das mit der Energie hier zu verstehen. Also, ihr seht das, die gespeicherte Energie geht langsam, sehr langsam zugegeben, aber sehr langsam runter. Aber sie geht runter. Aber wir haben trotzdem einen Plus an Energie. Das ist doch irgendwie seltsam, oder? Naja, egal. So, jetzt brauchen wir erstmal mehr Stahl. Deswegen wird hier die Stahlproduktion mal priorisiert. Wir haben ja alle Ressourcen eigentlich. Wir haben genug Nahrung. Wasser sieht nicht so gut aus. Wasser sieht nicht so gut aus. Wobei ich da nicht so genau weiß, warum. An sich haben wir ja zwei Wasserextraktoren. Okay, die arbeiten jetzt nur mit... Wir haben sogar drei Wasserextraktoren. Die sind aber alle nicht upgegradet, ne? Gut, wir haben aber auch nicht so viel Energie. Wobei wir den hier mal upgraden könnten. 50% mehr, das ist schon, glaube ich, ganz gut. Und dafür müssen wir halt mal ein bisschen Stahl aufwenden. Das ist dann jetzt so. Dann müssen wir da jetzt mal ran. Wir brauchen ja nicht mehr so viel. Wir brauchen noch 14 Stahl und wir brauchen noch 15 Teile. Warum werden eigentlich gerade keine Teile hergestellt? Weil die Stahl brauchen und keinen Stahl kriegen, ne? Stahl ist der Engpass auf jeden Fall. The first step of many in creating new space technology.
Danke. Eine Wahnsinnsaussage, Amy. Ja, sie sagt ja immer was zu den Forschungsgebieten. Und zu Weltraum 1 hatte sie offensichtlich nur zu sagen, das erste von vielen Forschungs-Weltraum-Technologien. Ja, toll. Ich hatte jetzt ein paar Tage Pause. Ich habe jetzt die ganze letzte Woche, musste ich, leider war ich gezwungen, Cyberpunk zu spielen. Es war wirklich hart. Ein hartes Leben, was ich habe. Deswegen muss ich jetzt erstmal wieder ein bisschen hier reinkommen. Ich weiß natürlich noch ungefähr, wie es geht, aber ich muss schauen, wie unsere Basis eigentlich aussieht. Wo sind welche Sachen? Also wir haben hier zum Beispiel noch Aluminium. Da bin ich geneigt, das vielleicht abzubauen, weil wir da... Wobei, jetzt geht's gerade hoch, aber wir hatten jetzt immer so ein bisschen einen Minus. Ich überlege auch, eine weitere Relaisstation zu bauen, dass wir einfach noch mehr Arbeiter haben. Ich glaube, die baue ich jetzt mal als erstes. Warte mal. Wo ist denn die nächste Relaisstation? Ist das eine Relaisstation, ne? Dann baue ich hier unten vielleicht noch eine. So, an sich sind die ja im Wesentlichen dazu da, um mehr Arbeiter zu bekommen. Und ein Zwischenlager zu haben. Das ist jetzt auch nicht so wichtig, dass die sofort hier fertig ist, irgendwie die Station. Warum? Wo kriegen wir denn jetzt plötzlich diese ganze Energie? Und warum leert sich der Energiespeicher langsam? Und jedes Mal, wenn ich hingucke, haben wir dann aber doch wieder mehr. Wir hatten ja vorhin nur 1800, jetzt haben wir 1994, also fast voll. Es wird mir nicht ganz klar, wie das alles funktioniert. Das ist schon ein Wasserextraktor 2, das heißt, den können wir jetzt mal hier ausstehende Materialien... Achso, der wird gerade ausgebaut. Oder was? Ah, jetzt wird er ausgebaut. Raumhafen Limit 2. Mega. Damit können wir... Ach so, und jetzt können wir mehr Raumhäfen bauen. Das ist natürlich super. Weltraumspiegelanlage. Was ist das? Eine Flotte von Weltraumspiegeln im Polarorbit mit dem Ziel, die Temperatur zu erwärmen. Okay. Atmosphärenbremsung vom Methan-Asteroid. Bringe Methan von außen auf den Mars, indem du einen Methan-Asteroiden per Atmosphärenbremsung auflöst. Das klingt geil. Jetzt habe ich Bock drauf. Komm, das erforschen wir. Ich will einen Asteroiden abstürzen lassen, aktiv und bewusst. Etwas, was wir auf der Erde immer versuchen zu vermeiden. Sind wir das erste Mal über 55 Grad minus? Ist doch ganz cool schon, oder? Läuft bei uns. So, jetzt haben wir auch ein bisschen Stahl über. Das kann ja dann alles in unser Special-Projekt hier gehen. Special-Projekt, da ist es. 13, okay, also wir kommen voran. Aber das mit den Teilen, das nervt noch ein bisschen. Ich würde jetzt aber trotzdem sie erstmal den Stahl dahin liefern lassen und dann erst die Teilefabrik priorisieren. Und wir lassen es mal so auf mittlerer Geschwindigkeit laufen. Wir müssen ein bisschen auf Nahrung und Wasser achten, weil wir können das jetzt absolut nicht gebrauchen, dass uns hier die Kolonisten irgendwie verrecken. Das wäre jetzt echt blöd. Sehr blöd sogar. So, die Relaisstation hier, die müsste dann aber auch mal jemand bauen. Wie wär's denn damit? Wobei es wahrscheinlich gut wäre, jetzt mal ein paar Teile vorrätig zu haben, weil die brauchen wir ja, glaube ich, auch für die Produktion von Arbeitern, oder? War das nicht so? Das sind ja Teile für Arbeiter sozusagen auch. Ja, wir könnten momentan nicht mal einen Arbeiter ersetzen. Also, das ist so ein bisschen blöd. Na gut, vielleicht können wir der Teilefabrik doch mal ein bisschen mehr... Sie haben ja genug Aluminium. Sie brauchen eigentlich nur mal 2, 3 Stahl, damit sie mal wieder 2, 3 Teile herstellen können. Ach, guck mal, jetzt ist die Relaisstation noch fertig. Jetzt könnten wir auch einen neuen Arbeiter bauen. Aber die Arbeiterfabrik hat leider, schade, nicht genug Ressourcen. Es fehlt nämlich an Teilen. So, jetzt müsste Wasser auch ein bisschen schneller hochgehen. Der Wasserextraktor hier, der noch das größte Ressourcenlager im Untergrund hat, von denen, die wir haben, ist jetzt auch ausgebaut. Kann also ein bisschen schneller abbauen. 50% schneller. Wir haben trotzdem keinen erhöhten Energieverbrauch. Ja. Ist doch in Ordnung.
läuft. So, dann lassen wir das mal alles weiter laufen. Ja, wie viel haben wir? 19, sehr gut. Ja, es werden auch wieder Teile produziert, ist auch sehr gut. Ich würde mal hier der Arbeiterfabrik Prio 1 geben, was das angeht. Also es wäre schön, wenn er vielleicht dann das zweite oder dritte Bauteil, was produziert wird, dann mal dahin liefern könntet. Meine lieben kleinen Roboterfreunde. Das würde euch auch helfen. Immerhin ist das ja sozusagen euer Reparaturservice. Also ich glaube, das wäre schon ganz sinnvoll. Die Teilefabrik arbeitet nicht so besonders schnell. Es dauert halt echt eine ganze Weile, bis die mal ein Bauteil fertig haben. Na gut, wir können ja mal gucken, was braucht denn die Treibhausgasfabrik? Stahl haben wir jetzt ja eigentlich ganz ordentlich. Dann lasst uns das doch. Chemie haben wir auch. Chemikalien. Dann bauen wir jetzt mal eine Treibhausgasfabrik und schauen einfach mal, wohin uns das führt, oder? Dann kommt die jetzt einfach hier unten hin. So, hier mal irgendwo mittig rein. Ich weiß, um den gesamten Mars zu terraformen, brauchen wir davon eine ganze Menge. Ich bin mir sicher, dass das nicht reicht, da zwei, drei so eine Dinger zu bauen. Da müssen wir wahrscheinlich realistischerweise 100 von bauen. Aber wir stehen ja auch noch relativ am Anfang des Terraformings hier. Oh, habt ihr jetzt mal Teile? Ja, jetzt haben sie hier mal ein Bauteil bekommen. Dann können wir, haben wir auch bald einen, auf der gleichen Fläche der Kolonie mal einen sechsten Arbeiter. Das heißt, eine Erhöhung um 20%. Ja, also 20% effektiverer Transport. Müssen bei Gelegenheit dann auch mal nach hier unten rechts den Highway erweitern. Diese schwarze Transportlinie. Ja, jetzt haben wir 6 Arbeiter, sehr gut. Aber erst, wenn wir keinen Stahl mehr für das Spezialprojekt brauchen. 6 brauchen wir noch, leider. Hier brauchen wir auch Stahl. Also Stahl wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile ein echtes Problem sein. Chemikalien können wir viel abbauen. Was haben wir noch? Aluminium. Hier unten ist noch Silizium, ne? Aber Kohle und Eisen. Da müssen wir mal schnell irgendwie hinkommen, dass wir neue neue Lagerstätten erschließen. Bisher haben unsere Scanner da nichts zutage gefördert, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Eisenmine ist fast alle, wenn ich das richtig sehe. Das ist sehr schlecht. Das ist sogar ausgesprochen schlecht. Achso, wir haben ja noch eine Eisenmine. Aber wir haben nur eine Kohlemine, kann das sein? War das nicht irgendwie so? Warte mal. Kohlenstoffmine. Wo ist sie denn? Aerobraking a methane asteroid will be a great method for producing CO2 into the atmosphere. 489. Da hat sie recht. Ja, aber das ist echt ein Problem. Also wir müssen schnell Kohlenstoff und Eisen finden, weil wir jeweils nur noch eine... nur eine oder nur noch eine Mine haben, die da so richtig das produziert. Also da, das ist leider nicht so geil. Das hat nicht viel Schönes. Okay, hier rückt das langsam näher, dass wir da zu dem Ziel kommen. Können wir, wir könnten auch einen zweiten Raumhafen bauen bei Gelegenheit. Ich weiß nicht genau, ob das dann tatsächlich was bringt, aber ich glaube schon. Naja, wir warten jetzt einfach mal ab, was dieses Spezialprojekt da überhaupt bringt, was wir gerade machen. Ich würde aber gerne diese Treibhausgasfabrik hier auch mal irgendwie fertig kriegen. Also wenn er doch nochmal vielleicht... Ach komm, ich stelle das jetzt mal kurz auf Max. Wir haben genug Stahl. Es mangelt gerade eher an den Bauteilen. Ja, auch dafür braucht man Stahl, aber es könnte ja jetzt auch mal einer hier kommen und genau mal noch die 2 Stahl anbringen. Zack, sehr gut. Dann bauen wir das nämlich. Tada! Sehr geil. Sehr, sehr geil. Das hat eine Leistung von 0,00005 Millibar. Das ist nicht so viel. Aber... So, da müssen wir jetzt noch Chemie hinschaffen. Jetzt können wir auch die Priorisierung da rausnehmen. Dann lagern die da so ein bisschen Chemikalien. Davon haben wir genug. Über 30, das würde ich schon als recht viel ansehen. Wir haben aber zu wenig Strom. Das ist jetzt gerade noch nicht schlimm, weil unsere Batterie ja da so ein Weilchen puffert.
Es nervt ein bisschen, dass das nicht einfach vernünftig da stehen bleibt, sondern immer die Zeile umbricht zwischendurch, wenn die Zahlen zu groß werden. So, damit haben wir jetzt aber tatsächlich unsere erste dauerhafte Produktion von Treibhausgasen hier auf dem Planeten. Auf der Erde wäre das jetzt was Schlechtes, auf dem Mars, sage ich mal, ist das was sehr, sehr Positives, weil seht ihr diese wunderschönen schwarzen Rauchschwaden hier? Die werden dafür sorgen, dass der Mars bewohnbarer wird. So paradox das klingt aus unserer Erdensicht, aber so ist es. Allerdings reicht da eine Fabrik sicherlich nicht, da müssen wir ein bisschen mehr noch bauen. Aber jetzt belassen wir es erstmal bei der einen. Ich finde, damit sind wir schon mal einen ganzen Schritt weiter als jede Kolonisierungsinitiative vor uns oder Terraforming-Initiative. So, und jetzt schafft noch bitte die letzten paar Stahlteile, so, da mal in den Raumhafen, damit wir das Projekt starten können. Stahlten können. Ich habe jetzt mal die Teilefabrik wieder entpriorisiert, weil die frisst sonst den ganzen Stahl, den wir hier gerade anderweitig eigentlich brauchen. Es wird doch gerade schon wieder kälter auf dem Mars. So haben wir aber nicht gewettet. Naja, wahrscheinlich wird's. Ah, jetzt geht's endlich los. Guck mal, jetzt dauert's noch 8 Monate. Und dann haben wir einen zusätzlichen Landeplatz. Das klingt jetzt nicht so aufregend. Aber dann können wir hier das Atomraketensilo dann auch besiedeln, sozusagen. Dann können wir da eine zweite Basis aufmachen. Das wird, glaube ich, ganz cool. So, Chemie, Atmosphären, au, das können wir dann auch demnächst machen. Atmosphärenbremsung von Methanasteroid. Sehr cool. Was haben wir denn jetzt hier noch so? Da wären wir schon in Stufe 2, also in Level 2. Hier auch. Nächste Kolonie, was ist das? Für irgendwelche Flechten, erzeuge gentechnisch veränderte Flechten, die CO2 in O2 umwandeln. Das bringt mir aber jetzt irgendwie noch nicht so viel, oder? Also ja, Sauerstoff halt, aber was habe ich von Sauerstoff? Ich brauche gar keinen Sauerstoff. Also Menschen brauchen Sauerstoff. Aber wer braucht sowas schon? Ein Landemodul mit einem Arbeiter und einem kleinen Nuklearantrieb. Aha. Also es interessiert mich jetzt alles noch nicht so doll. Ich würde jetzt mal hier vielleicht doch noch die Weltraumsachen erforschen, damit wir da hinterherkommen. Dann lass uns noch die Weltraumspiegel erforschen. Ich überlege, ob ich noch eine zweite Treibhausgasfabrik baue, damit wir da noch ein bisschen schneller vorankommen. Weil wir haben eigentlich genug Chemikalien und wir haben vor allen Dingen auch genug Chemikalien Ressourcenlager. Oh, was erspähen meine Augen? Ein Kohlenstofflager. Das habe ich mir doch gewünscht. Das habe ich mir doch zu Weihnachten gewünscht. Das ist doch super. Das heißt, wir können dann unseren Kohlenstoffabbau noch ein bisschen verbessern. Aber jetzt nicht sofort. Da müssen wir dann auch eine Wartungsanlage, eine neue bauen. Ich glaube, ich mache das jetzt aber mal. Ich baue eine. Ach nee, erstmal wollte ich die Straße erweitern. Warte, warte, warte. Von hier nach. Nach. Zur Wartungsanlage. Machen wir es mal bis hier. Aufwertung Wege bis da. So, das kostet schon genug. Das kostet schon genug. Was hat es dich gekostet? Everything. So, und dann können wir eigentlich von hier auch den Weg nach hier unten noch machen, weil wir mittelfristig hier unten diese ganzen Ressourcenlager sicherlich nutzen wollen. Das heißt, hier wird irgendwie eine Wartungsanlage hinkommen mit der Zeit. Das heißt, eine Nord-Süd-Schnellstraße ist auf jeden Fall sinnvoll. Können wir die ja eigentlich auch schon mal bauen. So, jetzt haben wir auch wieder ordentlich Bauteile. Wir haben wieder ein bisschen Stahl im Lager. Das ist alles sehr schön. Da würde ich jetzt tatsächlich einfach noch eine zweite Treibhausgasfabrik bauen. Damit wir einfach ein bisschen schneller vorankommen. Ich meine, damit verdoppeln wir einfach die Menge an Treibhausgasen, die wir in die Atmosphäre schießen.
irgendwie liefert hier aber gerade keiner mehr irgendwelche Ressourcen hin, ne? Das finde ich nicht so gut. Was ist denn, was soll das? Die wollen halt einfach auch nicht mehr. Die haben vielleicht, ist Sonntag gerade. Pause machen. Ihr müsst doch nur mal hier ein bisschen, also so kriegen wir den Mars aber nicht terraformt, wenn hier keiner Chemikalien liefert. Ich meine, jetzt beschäftigen sie sich gerade hier irgendwie mit dem Straßenbau, aber vergesst darüber nicht, dass wir ja auch noch irgendwie andere Aufgaben haben. Wir haben ja einen laufenden Betrieb, den wir irgendwie neben dem Straßenbau hier machen müssen. Naja. Das wird schon. So, jetzt ist das Ding, wird gestartet und in einem Monat, also in 2 Monaten insgesamt noch, haben wir dann den zweiten Landeplatz freigeschaltet. Das ist super. Wie sieht es mit unserer Energie aus? Sie ist relativ voll. Das ist in Ordnung. This mirror array will heat the poles and raise the planet's temperature efficiently. Ja, das mag sie so sehen, aber das ist natürlich eher so ein bisschen fragwürdig, weil, also zumindest nach unserem heutigen Stand der Technik, ich habe mal ein Video vor gar nicht so langer Zeit gesehen darüber, was man tun müsste, um die Erde abzuschatten, also um irgendwas ins All zu schießen, was dann uns vor der Sonne sozusagen abschattet und Teil der Sonnenstrahlung abfängt, bevor sie die Erde erreicht. Also sprich, dabei hilft, dass die Erde sich nicht so aufheizt. Und die Menge an Material, die wir da ins All schießen müssten dafür, mit unserem heutigen Stand der Technik, wäre ungefähr die tausendfache Menge von dem, was wir, damit das effektiv irgendwie ist und wirklich im prozentualen Bereich weniger Sonnenenergie ankommt, was dann langfristig positiv wäre sozusagen für die Erhitzung, also negativ für die Erhitzung, positiv für uns, der Erde. Tausendmal so viel Material wie die ISS wäre das ungefähr und selbst mit neuen Mega-Raketen und Raumschiffen, die jetzt gerade entwickelt werden von SpaceX und Blue Origin und sonst wem, wäre das eine Jahrhundertaufgabe und da ist es auf jeden Fall einfacher, unseren CO2-Ausstoß zu reduzieren durch neue Technologien und mehr Solarenergie und Windenergie und Elektroautos und ihr kennt das alles. Ist das auf jeden Fall realistischer als solche komischen Sci-Fi-Technologien anzustreben. Übrigens wird es gerade richtig warm hier, ne? Also ich sag's nur, wir sind bei minus 54 Grad schon vorbeigekommen. Es wird langsam, es wird langsam. So mögen wir das. Weil jetzt ja auch unsere Treibhausgasfabrik wieder arbeitet und demnächst auch eine zweite. So, wie weit ist unser Projekt? Gleich soweit. Und dann können wir nämlich das nächste Projekt starten. Da ist die Frage, was wollen wir denn als nächstes machen? Wollen wir mal so einen Methanasteroiden? Was kostet das denn? 10 davon, 10 Chemikalien, 10 Elektronik haben wir auch, 10 Teile haben wir, 10 Aluminium. Oh, dann machen wir das. Dann holen wir uns hier aus der näheren Umgebung des Mars einen Asteroiden und nehmen kleine Sonde mit einem Triebwerk und ordentlich Treibstoff und bremsen den dann so lange ab, wahrscheinlich über mehrere Monate hinweg, dass er näher an den Mars gerückt wird und dann irgendwann abstürzt und da dann schön sein Methan verteilt hier in der Atmosphäre. Aber jetzt brauchen wir aber wirklich mehr Energie. Jetzt, wo wir mehr. Jetzt, wo wir noch eine Dingsfabrik mehr haben. Jetzt können wir nicht mehr so arbeiten, glaube ich. 0 Megawatt? Was ist hier hinten? Wieso hat der Windpark? Ist gerade komplett windstill oder was? Ist ja scheiße. Gut, komm, dann machen wir hier. Kommt jetzt hier noch ein Dings hin. Einen Solarpark. Wieso ist jetzt gerade so krass windstill? Erzeugt Energie durch Windkraft. Ja. Aber 0? 0 Megawatt? Also, wie windstill kann es denn sein auf dem Mars? Ich dachte, da weht immer ein laues Lüftchen. Na gut. Ich würde sagen, wir warten jetzt noch ganz kurz ab, bis das hier fertig ist. Komm, da spulen wir nochmal vor. Das will ich jetzt noch sehen. Dann ist die Folge aber auch echt lang genug gewesen. Nicht, dass da jetzt groß was passieren wird, aber. Ist ja nervig. Jetzt ist der Windpark wieder bei 19 Megawatt Produktion. Also echt bei ordentlich. Ja, neuer Landeplatz The verfügbar. first of many Da challenges. ruft der Foster an. It is an annoying distraction from the mission, but easily fixed. If Ja. only it were me and Mars.
Amy, this is Houston. Go ahead, Dr. Foster. Mars's orbit is intersecting comet debris soon. Expect a meteor shower shortly. Should I anticipate damage at the base? Yes, you'll need to stay alert until Mars builds up an atmosphere to counteract the meteors. For now, you should take precautions to keep damage to a minimum. Sicherung der Produktionsgebäude, der Energieversorgung. Then I will secure the power supply. The entire base is dependent on uninterrupted power. I will need to have enough power batteries to sustain the base. Sounds like a good plan. Will this jeopardize the mission? No. You'll be able to fix whatever damage may occur. This is only the first of many challenges you'll face. But you are equipped to respond and adapt to any situation. I made sure of that. Roger. Thank you, Dr. Foster. Danke, Dr. Foster. Well, you're welcome. Houston out. Du bist ein echter Schatz. Na, reflektiert sie jetzt? Ah, wir dürfen einen neuen Landeplatz machen. Sehr schön. Dann würden wir den natürlich sinnvollerweise hierhin bauen. Irgendwie. Oder? Würde auch Sinn machen, oder? So. Würde ich den jetzt mal hier hinstellen. Da haben wir nämlich mehr Ressourcen. Geil. Jetzt müssen wir das dann nur hinkriegen, die beiden Anlagen hier miteinander zu verbinden. Das wird schon schwer genug. Aber ich würde vorschlagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Jetzt bauen wir hier erstmal eine kleine Basis dann auf. Oder auch in der nächsten Folge natürlich. Und da sind auch schon die Meteore. Haben wir denn noch genug Energie? Wir haben überhaupt nicht genug Energie. Das ist nicht gut. Ich schalte mal eine Treibhausgasanlage ab, damit wir ein bisschen mehr Energie reinkriegen, damit sich unsere Batterie wieder auffüllt. Und ich glaube, hier stehen die Einschläge bevor, genau. Aber noch nicht in der Basis. Ich hoffe, das geht an uns vorbei. Wir werden sehen. Derweil freut euch drauf, es wird wärmer. Minus 52,6 Grad Celsius, das ist doch schon schön. Wir haben es bald geschafft. Minus 50 Grad erreicht. Dann wird es richtig lebenswert. Fast schon Strandurlaubwetter. Gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.